So, ich würde sagen, es ist 17 Uhr und wir starten pünktlich. Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Bildungswochen 2023. Mein Name ist Klaus-Jürgen Spedorf und ich darf heute das Thema staubige Landkarten AD präsentieren. Geografie digital unterrichten, Teil 1. Und wie ich im Chat dort schon gelesen habe, vollkommen richtig, es gibt auch einen Teil 2. Also im zweiten Teil, der dann um 7 Uhr stattfindet, werden wir dann noch etwas tiefer in die Materie eintauchen. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal los, weil Zeit ist zum einen kostbar und zum anderen man hat eh nicht so lange Zeit bei den digitalen Bildungswochen. Worum geht es im ersten Programmteil? Also das Programm für den Teil 1 ist zum einen vom Satellitenbild zur Karte. Das heißt, wie kann man mit den Schülerinnen und Schülern erarbeiten, dass man wie eigentlich Karten entstehen und wie kann man das vielleicht im Geografieunterricht nachstellen. Dann geht es um thematische Karten, die man selbst erstellen kann. Dann geht es darum, wie man vielleicht Videos erstellen kann mit Karten, um sich vielleicht Faktenwissen, geografisches Faktenwissen anzueignen, also topografisches Faktenwissen. Und dann tauchen wir noch in die Karten-App ein und schauen uns an, was da diese Flyover-Tour eigentlich so mit sich bringt, was die kann. Und auch, wie man das dann vielleicht im Unterricht zu einem lässigen Video machen kann. Ich hoffe, es ist für jeden etwas dabei. Ich hoffe, es ist auch das Du-Wort für alle in Ordnung. Wenn nicht, ja, Pech gehabt. Ich sitze sowieso in Wien, also bin ich da eh recht bei den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern wahrscheinlich ein Stückchen entfernt. Aber ich würde sagen, wir starten los mit dem ersten Thema, nämlich vom Satellitenbild zur Karte. Vielleicht spannend, die Karte, die da im Hintergrund drauf ist, ist von künstlicher Intelligenz gezeichnet worden. Also ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe als erstes schon gesagt, das Satellitenbild und zur Karte und wie komme ich zu einem Satellitenbild? Ja, das ist recht einfach am iPad, wenn man das zur Verfügung hat. Denn mit der Karten-App, wenn ich über die Spotlight suche, die Karten-App suche, dann kann ich mir sehr einfach und sehr simpel ein Satellitenbild anschauen, indem ich sage, okay, ich zoome jetzt hinaus oder hinein und suche mir einen entsprechenden Ort, von dem ich gern eine Satellitenbildaufnahme machen möchte. Dazu wechsle ich aber dann natürlich hier rechts auch noch vom Erkunden-Modus in den Satellitenmodus. Und dann habe ich quasi ein Satellitenbild. Und das wäre jetzt im Burgenland am Neusiedlersee. Kann da hineinzoomen. Für den Unterricht bietet sich natürlich an, das mit einem Ort zu machen, der den Schülerinnen und Schülern bekannt ist. Bedeutet, vielleicht die Schulumgebung herzunehmen oder den Wohnort, um das Ganze ein bisschen zu personalisieren. Dann sehr einfach einen Screenshot machen. Das werden die meisten wahrscheinlich schon kennen, indem man einfach den Home-Button und den Ausschaltknopf gleichzeitig drückt. Und schon ist das Bild dann gemacht, der Screenshot, und ich kann zurückwechseln in mein Programm Keynote. Denn in Keynote werde ich jetzt arbeiten mit dieser Thematik. Bekomme ich das Bild hier in Keynote jetzt hinein? Gibt es mehrere Möglichkeiten? Es führen immer mehrere Wege nach Rom. Wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit ist, auf das Symbol hier oben klicken und dann Foto oder Video auswählen. Und jetzt sieht man schon die letzten Fotos und Videos, die man gemacht hat und kann das Bild hier einfügen. Wenn ich jetzt sage, okay, das ist jetzt noch zu weit weg, ich kann das Bild natürlich auch noch beschneiden, auch in Keynote. Das heißt, einfach doppelt draufklicken, dann verändert sich der Rahmen.
Es wäre so eine schwarze strichlierte Linie rundherum und dann kann ich es dementsprechend beschneiden, wie ich es auch haben möchte. Ja, und dann hat man hier ein Bild, das kann man dann natürlich auch noch in der Größe anpassen. Je nachdem, in welchem Format man das haben möchte, gibt es unterschiedliche Überlegungen dazu. Ich habe das auch schon einmal hier gemacht. Das ist eine Ortschaft aus der Schweiz, die ich genommen habe. Und jetzt, da ist das schön zusammengeschnitten. Warum habe ich das hier ausgewählt? Weil da ist, ähnlich wie beim Neusiedlersee, aber das ist schon vorher ausgewählt, da sind viele unterschiedliche Objekte vorhanden. So, dann bietet sich an der Apple Pencil, es geht auch mit dem Finger, aber so ein Stift macht das ganze Arbeiten damit natürlich deutlich einfacher. Und dann kann ich das Bild hier noch mit dem Formatpinsel unter dem Reiter Bild, Entschuldigung, Stil, die Deckkraft ein wenig herunterstellen. Das macht das ganze Zeichnen ein bisschen angenehmer. Und dann geht's schon los. Wenn ich mit dem Apple Pencil das Display berühre, dann habe ich die Stiftauswahl. Sollte ich keinen Apple Pencil zur Verfügung haben, kann ich auch hier oben eine Zeichnung einfügen, also das Zeichen aktivieren und dann kommen genau dieselben Auswahlmöglichkeiten, wie wenn ich mit dem Apple Pencil das Display berühre. So, jetzt gibt es hier unterschiedliche Dinge, haben wir schon gesagt, auf so einem Satellitenbild und wie wird daraus jetzt eine Karte? Da gibt es beispielsweise Straßen. Ich kann mir jetzt überlegen, ich habe einen schwarzen Hintergrund, dann werde ich vielleicht mit Weiß malen und dann zeichne ich hier mal, das dürfte die Hauptstraße sein in dieser Ortschaft. Die Hauptstraße nach. Kann dann natürlich auch kleinere Wege, kleinere Straßen nachzeichnen. Jetzt hätte ich fast vergessen, dass der wichtigste Punkt. Einmal zeichne ich auch eine Umrandung um das gesamte Bild. Ich bin jetzt nicht unbedingt der talentierteste Grafiker, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja darum, den Schülerinnen und Schülern eine Kompetenz zu vermitteln und zu erklären, wie man eigentlich so von seinem Satellitenbild zu einer Karte kommen kann. Und vielleicht, wenn es nicht ganz perfekt gezeichnet ist, ist es dann auch ein bisschen persönlicher gestaltet. So, da habe ich jetzt eine Straße. Straßen sind zumeist in so einem Gelbfarbton eingezeichnet auf einer Karte. Das heißt, ich wähle hier unten die Tube aus, den gelben Stift, klicke jetzt doppelt auf den Bereich hinein und die Straße färbt sich ein. Was gibt es noch? Es gibt natürlich auch Gebäude, wie beispielsweise das hier ist eine Kirche. Und das Gebäude färbe ich jetzt mit einer roten Farbe ein. Könnte ich natürlich auch sagen, wenn es eine tatsächlich perfekte Karte werden soll, dann braucht man dafür natürlich auch eine Legende. Könnte ich jetzt noch Kirche, vielleicht ein Kreuz einzeichnen. Sieht fast aus wie eine Bischofsmütze. Und dann habe ich hier noch weitere Gebäude. Und so entsteht dann Schritt für Schritt eine Karte. Ich kann dann natürlich auch noch mit unterschiedlichen Regionen, also Bodenbeschaffenheiten, arbeiten, wenn ich mir jetzt hier hernehme. Hier unten habe ich auch einen See, einen Teich. Kann ich das hier natürlich auch nachzeichnen. Und Wasser hat zumeist in den Karten die Farbe Blau. Wenn mir die Farben, die fünf hier nicht ausreichen, dann
habe ich hier unten das Farbrad, wo ich aus dem ganzen Spektrum prinzipiell auswählen kann. Damit sieht man schon, wie das Ganze vonstatten gehen kann. Wenn das Ganze dann fertig ist, kann ich meine Zeichnung nehmen und die Zeichnung auf die Seite bewegen und beispielsweise auch das Foto dahinter herauslöschen. Ich habe das hier auch schon gemacht. Hier sieht man besondere Gebäude, wie das links oben war eine Schule, das rechts oben war eben die Kirche, rechts unten der Hafen und das Gelbe sind Straßen und Plätze und die anderen Gebäude sind einfache Wohnhäuser. Und so ist beispielsweise jetzt meine Karte hier entstanden. Das Programm, in dem ich gerade arbeite, ist Keynote, vollkommen richtig. Und die Karte habe ich mir aus der Karten-App am iPad mittels Screenshot herausgenommen. Ich versuche immer ein bisschen ein bisschen den Chat im Auge zu behalten. Wenn ich was überlese, dann nicht böse sein. Ist immer nicht ganz so einfach, da auf alles Mögliche einzugehen. Den Hintergrund habe ich gelöscht, indem ich sage, okay, ich nehme die Zeichnung der Karte und schiebe sie ein Stück auf die Seite und lösche dann das Bild im Hintergrund heraus. Da ist irgendwie die Frage, ob es eine Kompetenz im Fach Geografie ist. Naja, es ist eine Kompetenz zu verstehen, wie es vom Satellitenbild zu einer Karte kommt, wie man das thematisch darstellen kann, wie man mit einer Karte arbeiten kann, wie man sich auf einer Karte orientieren kann. All das kann man damit einbauen. Zusätzlich kommt natürlich auch die digitale Kompetenz dazu. Also ich würde sagen, das kann man im Unterricht schon ganz gut schülerinnenzentriert einsetzen. Das ist auch ein Punkt, um den es mir im Unterricht ganz stark geht, dass die Schülerinnen und Schüler vielleicht aktiv etwas erlernen. Ja. Kann man dann ja natürlich auch noch ausweiten, auftauschen, inhaltlich noch mehr füllen. Ich würde jetzt an diesem Beispiel auch noch eine Legende eintragen lassen. Man könnte das Thema Maßstab mit hineinnehmen. Also ich glaube, das kann man schon dann ganz gut anpassen und so, dass man sagt, okay, welche Kompetenz gibt es da? Man könnte sich auch Stadtentwicklungen ansehen, wenn die Frage da war als Geschichtslehrer. Man könnte sich anschauen, wie haben sich Städte entwickelt? Ein Luftbild oder ein Satellitenbild von Wien, also nicht zum Kaiserzeit und dann die Entwicklung. Also da kann man sehr, sehr viel machen, glaube ich, damit. Die Folien bei mir auf der linken Seite, diese weißen, die sind ausgeblendet. Die kann ich natürlich auch einblenden. Warum möchte ich sie einblenden? Weil es ja auch immer darum geht, dass die Schülerinnen und Schüler bei produzierendem Lernen etwas erstellen tatsächlich und das dann aber auch natürlich abgeben sollen. Also sie sollen es ja nicht nur für sich machen. Ich nutze das beispielsweise ganz häufig auch im Geografieunterricht, dass Schülerinnen und Schüler das, was sie erstellt haben, auch in der Gruppe, im Team, dann auf der Lernplattform posten und dann sich gegenseitig darüber auch austauschen. Und wie kann ich das jetzt zu einem Produkt noch machen? Es geht hier über das Menü, kann ich meine Datei exportieren und da habe ich unterschiedlichste Möglichkeiten und ich könnte jetzt beispielsweise sagen, ich hätte gern ein animiertes GIF. Also das habe ich. GIFs, prinzipiell habe ich nur von diesen winkenden Katzen gekannt. Aber das kann man natürlich auch für den Unterricht einsetzen. Jetzt muss ich mir nur überlegen, welcher Folienbereich soll das werden? Es soll die Folien 3 und 4 werden. Und dann kann ich einstellen, wie lange das dauern soll. Die Bildrate, alles Mögliche kann man da definieren. Umso mehr Folien, umso länger ist natürlich das GIF. Also wenn ich das dann vielleicht schrittweise auch noch erweitere,
um eine Legende auf der nächsten Folie und eine Legende dazu gibt, dann wird das die Animation halt länger, da muss ich den Folienbereich hier definieren. Aber mir geht es ja nicht darum, dass ich das da jetzt ganz durchexerziere, sondern um Ideen zu geben. Und jetzt gehe ich auf Exportieren, dann wird das GIF eben erstellt und jetzt sieht man da oben natürlich ein sehr schnell entstandenes GIF. Ich kann das Ganze aber auch, wenn ich sage, digitale Kompetenz auch vermitteln natürlich im Sinne von, ich mache jetzt hier eine Animation und ich möchte, dass zwischen der Folie 3 und 4 vielleicht ein Übergang kreiert werden soll. Dann könnte ich hier beispielsweise machen, Überblenden von Farbe und kann diesen auch noch ein bisschen herauszögern, also ein bisschen verlängern. Und dann könnte ich hier noch, nachdem, jetzt da Violett her. Und wenn ich jetzt dieses GIF erstelle, dann ist es eben so, dass dieser Effekt mit eingebunden wird. Also ich habe da ganz viele gestalterische Möglichkeiten auch, Möglichkeiten, wo Schülerinnen und Schüler kreativ werden. Genau. Wie gesagt, ich kann das Ganze natürlich auch als einfache Zeichnung oder als Keynote, PowerPoint oder auch als PDF ausgeben. Und ich könnte damit auch sagen, die Schülerinnen und Schüler bereiten so eine Karte zu Hause vor mit einem Ausschnitt von dem Bereich, wo sie wohnen. Darf halt nicht zu groß sein. Also wenn sie in einer Großstadt leben, ist das dann halt meistens sehr stark überladen. Dann nimmt man halt einen kleineren Ausschnitt. Und dann kann man zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler Zuordnenaufgaben machen. Welche Karte passt zu welchem Satellitenbild und das einordnen oder unterschiedliche topografische Orte auf der Welt ansteuern. Also ich glaube, da gibt es wirklich einige mögliche Anwendungsbeispiele. Der zweite Teil ist, wie man thematische Karten selbst erstellen kann. Ich habe da eine Karte von Österreich genommen und wenn man sich die Karte anschaut, dann sieht man, dass hier jedes Bundesland einzeln anwählbar ist. Ich kann jetzt hier beispielsweise Wien herausnehmen und könnte, oder nehmen wir Niederösterreich, flächenmäßig größeres Bundesland, und könnte jedes Bundesland einzeln füllen. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, gut, vielleicht möchte ich gern das Bundesland Niederösterreich mit einem Bild füllen. Foto auswählen. Und dann habe ich hier das niederösterreichische Landeswappen. Das sieht jetzt natürlich nicht ganz so praktisch aus, weil da sieht man die Grenzen des Bundeslands nicht mehr. Aber wenn man hier vielleicht auf die Originalgröße geht, versteckt jetzt genau dahinter. Ja, das Ganze dann noch größer macht. So. Dann entsteht jetzt hier beispielsweise eine Karte. Ich kann das natürlich auch farblich einteilen. Also ich könnte jetzt auch sagen, ich mache Oberösterreich oder nehmen wir die Steiermark, die ist in Österreich ja als grüne Mark bekannt. Färbe ich sie grün ein. Was gibt es da jetzt für Anwendungsbeispiele? Ganz unterschiedliche. Ich könnte einen Überblick machen, wie viele Menschen wohnen in welchem Bundesland, das farblich abgrenzen. Ich kann das natürlich auch kombinieren mit anderen Fächern. Das finde ich immer ganz spannend, wenn man versucht, das zu trennen. Oder also zu kombinieren mit anderen Fächern und könnte jetzt sagen, welche Parteien regieren in welchem Bundesland. Also man könnte jetzt sagen, in Niederösterreich regieren die beispielsweise die NEOS. Also das ist jetzt rein fiktiv, weil das schaut man sich in 10 Jahren an und dann ist das vielleicht eher alles ganz anders. Ich nehme jetzt irgendeine Farbe. Und wenn ich, das ist auch ein spannender Punkt, wenn ich jetzt nicht weiß, welcher rosa Ton das ist und ich möchte hier exakt arbeiten, dann kann ich hier über diese Pipette, über diese Farbpipette, dann exakt diese Farbe auswählen. Ich kann es sogar so machen, dass ich sage,
Wir wählen hier aus und hier sind zwei Regierungen, zwei Regierungsparteien am Drücker. Dann würde ich hier einen Verlauf auswählen und könnte sagen, die Startfarbe ist die SPÖ regiert hier mit der Endfarbe mit den Grünen. Da sieht man es dann vielleicht etwas. Also da gibt es ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Jetzt habe ich im Chat schon ein paar Mal gesehen, woher kommt diese Karte? Genau, solche Karten findet man nicht so einfach. Es sind auch keine einzelnen Zeichnungen, nein, sondern es sind Karten. Es ist eine sogenannte Scalable Vector Graphic, also SVG im SVG-Format, und man braucht einen kleinen Workaround, um zu diesen Karten zu kommen. Und ein Kollege von mir, den vielleicht auch einige kennen, weil er auch bei den digitalen Bildungswochen schon einige Dinge präsentiert hat, der Ingo Stein, der hat ein sehr brauchbares Video, wie man das gestalten kann. Ich poste den Link dazu in den Chat, wenn es mir so es mir gelingt. Hoppala, Entschuldigung. Habe ich die falsche Tastatur gedrückt? Bitte schön, das wäre das Video, wie man diese Karten denn individuell gestaltbar machen kann. Einfach anschauen. Mittlerweile, der Ingo zeigt das da mit Open Office, mit einer Variante von Open Office. Dem Präsentationstool von OpenOffice. Mittlerweile geht es scheinbar auch schon mit PowerPoint. Also da bieten sich natürlich ganz beeindruckende Dinge. Bevölkerungsdichte habe ich mit den Schülerinnen und Schülern, also wir haben gerade dritte Klasse, Thema Zentrum und Peripherie, dass man da unterschiedliche Bereiche einfärbt bei den Bundesländern und gestaltet und wo leben, in welchem Bundesland leben viele Menschen, wo eher weniger. Ja, da kann man, glaube ich, sehr gut arbeiten, auch vielleicht in Kombination. In Österreich werden alle Statistiken bei der Statistik Austria gesammelt. Das heißt, da kann man auch ganz unterschiedliche Informationen zusammenholen, vielleicht auch mal Informationen, die aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler kommen. Und dadurch halt das Ganze auch ein bisschen interessanter machen, das Arbeiten mit thematischen Karten, thematische Karten selbst zu erstellen. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Verdrückt mich die ganze Zeit, weil ich das falsche Touchpad, also Trackpad benutze, nämlich den Punkt Karten nachzeichnen. Ist ein bisschen ähnlich wie die Möglichkeit, die wir beim ersten Beispiel schon hatten, also dass man mit dem Stift topografisch etwas nachzeichnet. Jetzt kann man darüber streiten, natürlich, ob es wichtig ist, in Österreich die 9, in Deutschland die 16 Bundesländer zu nennen, zu benennen zu können oder zu verorten. Aber es gibt halt gewisse Dinge, wo man sagt, ja, ein bisschen Topografie schadet nicht, vielleicht kann man das ein bisschen aufhübschen, ein bisschen kreativ gestalten und als zusätzlichen Input bringen. Und vielleicht auch einmal etwas auflockern, vielleicht auch einmal Schülerinnen und Schülern, die schon früher mit einer Aufgabe fertig sind, eine Aufgabe in diese Richtung zu geben, weil lernen tut man dabei auf jeden Fall etwas. Spaß macht es vielleicht auch noch und es ist nicht so, dass man dafür bestraft wird, dass man vielleicht als erstes fertig ist und noch, bin selbst Mathelehrer, dann noch weitere 5 Beispiele rechnen darf, nur weil man eben schon fertig ist. Also gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Beim Karte zeichnen ist es eben auch wieder wichtig, dass man die entsprechenden Bundesländer dann nachzeichnet. Tut mir leid, falls ich da jetzt ein paar Bereiche Deutschlands abschneide. Geht es ja jetzt, wie gesagt, nicht um die exakte Durchführung, sondern eher, dass man
dass man dann sieht, worum es da gehen kann und was dann auch für ein Produkt entstehen kann. Denn hier ist jetzt unser Ziel, dass wir einen Film entstehen lassen. Mache das da jetzt ein bisschen flotter. Das ist wahrscheinlich in den USA ein bisschen einfacher, da sind die Grenzen ein bisschen angenehmer gezogen, wenn man so eine Arbeit hier durchführt. Füllen ist natürlich dasselbe Prinzip wieder. Wichtig beim Füllen ist nur, dass die Linien geschlossen sind, also dass nirgends ein Loch entsteht. Man kann natürlich auch während dem Zeichnen immer vergrößern und verkleinern. Und jetzt kommt es zu dem Punkt, dass man sagt, okay, die Zeichnung ist dann womöglich fertig. Ich würde das gerne auch noch animieren, weil es soll ja auch etwas damit passieren. Also ich lösche da jetzt im Hintergrund mal die anderen Bundesländer heraus und möchte hier jetzt die Zeichnung animieren. Da gibt es drei Varianten: einen Aufbau hinzufügen, eine Aktion hinzufügen oder einen Abbau hinzuzufügen. Aufbau bedeutet, am Anfang ist nicht da und es erscheint. Aktion bedeutet, es ist da und es passiert irgendwas, es wackelt beispielsweise oder ähnliches. Und Abbau bedeutet, es ist da und verschwindet. Im Physikunterricht ist das ganz praktisch, wenn man so Animationen macht, wenn man da unterschiedliche Varianten hat. Für uns ist jetzt, wir fügen einen Aufbau hinzu und den Aufbau, den wir gerne hätten, in dem Fall wäre Linien zeichnen. Ja, und dieses Linienzeichnen wird dann auch schon simuliert. Es wird halt in der Reihenfolge nachgezeichnet, wie man das selbst gemacht hat. Da kann man dann auch wieder bei der Animation eine Dauer bestimmen, Beschleunigung hinein und hinaus bewegen, bedeutet, dass es am Anfang langsamer ist und dann ein bisschen schneller wird die Zeichnung und gegen Ende hin wieder langsamer. Das kann man jetzt hier im Prinzip auch weglassen. Und Start, ja, wann soll das starten, wenn die Präsentation gestartet ist? Nachdem wir es ja nicht als Präsentation wollen, sondern einen Film draus machen, ist das eigentlich für uns unerheblich. Wie wird das aber im Präsentationsmodus aussehen? Bin auf der Seite, klicke und so würde das Ganze dann ablaufen. So, jetzt ist es zwar nett anzuschauen, aber bis jetzt hat man noch nichts dazu beitragen müssen, außer dass ich das jetzt animiert habe. Und Film ist es jetzt auch erst ein Stummfilm, muss man sagen. Aber ich kann ja in meine Keynote auch ein Audio-File hinzufügen. Und durch das Audio-File, das ich hinzufüge, habe ich die Möglichkeit, dass ich beispielsweise Dinge verbalisiere. In dem Fall sind das jetzt die Bundesländer. Wenn es vielleicht eine thematische Karte ist, auch vorher wäre es möglich gewesen, dass ich dort etwas dazu sage und etwas verbalisiere und den Inhalt, den ich mir angeeignet habe, darüber wiedergebe. Das heißt, wie funktioniert das? Ich habe hier oben das Symbol zum Einfügen und habe hier die Möglichkeit, ein Audio-File aufzunehmen. Jetzt kann ich das sofort im Tonstudio in Keynote quasi losarbeiten. Die Bundesländer in Deutschland, beginnend bei Bayern, Baden-Württemberg und so weiter, kann ich dann nochmal anhören, zurechtschneiden und dann einfügen. Und jetzt habe ich hier ein Audio-File und eine animierte Zeichnung. Und wenn ich diese Folie jetzt hier über den Modus exportieren als Film exportiere, dann ist wieder interessant, welcher Folienbereich soll das sein? In unserem Fall jetzt Folie 7 bis 7, also eine Folie. Zur nächsten Folie, das ist jetzt relativ unerheblich, und zur nächsten Animation auch. Kleiner Tipp, die Auflösung relativ gering halten, weil bei mehreren Folien wird das dann sonst ein sehr großes Video. Und dann kann ich das Ganze exportieren und entweder in den Dateien sichern oder als Video sichern.
Gut, ich speichere das jetzt noch ab, damit man das sieht. Das dauert dann auch noch ganz kurz und dann ist es eben exportiert. Wenn ich vielleicht möchte, dass der Sound und die Animation der Zeichnung zeitgleich passieren, dann kann ich hier unter Animieren das auch noch so starten, dass ich sage, das soll mit der Animation 1 passieren. Ohne Verzögerung oder mit Verzögerung. Und dann wäre das auch perfekt aufeinander abgestimmt. Es kommt immer darauf an, was man denn bezwecken möchte. Gut. Dann wären wir beim nächsten Punkt oder beim letzten Punkt. Das ist 17:30 Uhr. Ich glaube, ich geht sich dann ganz, ganz gut aus. Nämlich dem sogenannten Flyover in der Karten-App. Die Flyover-Tour an sich ist schon eine lässige Sache. Werden wir uns gleich anschauen, auch wie wir dazu kommen und die finden. Ich mache es dann meistens so mit den Schülerinnen und Schülern oder auch Kolleginnen und Kollegen im Sprachunterricht, also nicht nur im Geografieunterricht, nutzen diese Flyover-Tour und erstellen dann in iMovie ein individuelles Produkt. Also das letzte Symbol soll das individuell erstellte Produkt sein. Die Flyover-Tour findet man, wie gesagt, in der Karten-App, indem man in der Karten-App nach beispielsweise, wo könnte man jetzt gut hinreisen? Ja, vielleicht nehmen wir New York. So, New York. Und dann komme ich natürlich sofort an den Ort nach New York und habe jetzt hier die Möglichkeit, eine Flyover-Tour zu machen. Ich sage gleich, das geht nicht bei allen Städten. Es geht bei einigen Städten. Es gibt auf der Apple Homepage eine Liste mit, wo alle Städte aufgelistet sind. Ist ganz interessant. In Österreich gibt es beispielsweise Salzburg und Graz, aber Wien gibt es nicht. Also es hat nicht unbedingt was mit der Größe zu tun der Stadt. In New York, wenn man die Flyover-Tour startet, macht man dann quasi einen 3D-Flug durch die Stadt. Das heißt, man besucht die einzelnen Sehenswürdigkeiten und für den Geografieunterricht kann man jetzt die unterschiedlichen Stadtbilder zum beispielsweise vergleichen über diese Flyover-Touren. Also auf der Insel, wo die Freiheitsstatue steht, vielleicht noch nicht ganz, aber jetzt wird man gleich sehen, das typisch amerikanische Stadtbild mit Straßen in Quadrat, also in Rechteck, 90 Grad Anordnung, mit diesem Schachbrettmuster, die Straßen. Und genau, die Flyover-Touren sind feste Touren, das heißt, die kann man nicht individuell gestalten, aber individuell werden sie teilweise dadurch, dass man sagt, okay, man bearbeitet dann das Video. Oder indem man die Flyover-Tour herausnimmt und selber durch die Stadt navigiert. Dann ist es natürlich nicht ganz so spektakulär, weil damit man so eine Drehung beispielsweise um das Flatiron Building zusammenbringt, da wird es ein bisschen Übung brauchen. Aber kann man natürlich auch gestalten. Ja, diese Flyover-Tour, die Liste, ja, ich glaube, ich habe den Link auch dabei. Ich schaue dann gleich nach und ob ich ihn posten kann. Die Flyover-Tour beenden. Und wie kann ich das jetzt für mich nutzen, um das vielleicht auch in iMovie nutzbar zu machen? Ja, dafür brauche ich die Bildschirmaufnahmefunktion am iPad. Ich habe sie mir ins Kontrollzentrum gelegt. Ich starte die Bildschirmaufnahme, ich starte die Flyover-Tour und dann wird ein Video gemacht von dieser Flyover-Tour und anschließend kann ich in iMovie wechseln. Und kann in iMovie jetzt über
einen neuen Film erstellen. Und ich habe jetzt ein Album Digitale Bildungswochen, da haben wir es, und da habe ich zum Beispiel die Flyover-Tour bereits eingefügt. Das ist die von London. Und wenn ich jetzt an Geografie denkt, und das wäre jetzt klassisch das europäische Stadtbild, London, eine Stadt aus dem Kern heraus gewachsen, dann kann ich hier drüber fliegen und kann neben den Sehenswürdigkeiten, das ist vielleicht für den Sprachunterricht ganz spannend, aber auch typische Dinge für das jeweilige Stadtbild. Und das muss ja dann nicht 2 Minuten sein, aber jetzt mache ich da 30 Sekunden beispielsweise dieses Video hier, wo man dann vielleicht das Stadtbild ein bisschen besser sieht. Also sieht man, dass das kein Schachbrettmuster ist. Ich teile an der entsprechenden Stelle das Video, nutze hier ein bisschen den Rundflug. Und kann dann natürlich auch Städte miteinander vergleichen. Ich kann einen Text entsprechend hinzufügen. Ich kann am Anfang ein Titelbild einfügen. Jetzt hier auf Hintergründe gehe. Natürlich auf den Hintergründen immer noch einen Text ergänzen. Könnte sagen, hier geht es jetzt um die europäische Stadt. Dem Setting London. Und wenn ich jetzt etwas zur europäischen Stadt sagen möchte, dann kann ich das natürlich jetzt hier auch noch vertonen. Und alles das, was man vorher vielleicht in der Theorie mit den Schülerinnen und Schülern durchbesprochen hat, was charakterisiert eine europäische Stadt, was ist das Besondere, welche Größe hat die Stadt, ist ja vielleicht auch ganz interessant, mal solche Informationen zu, kann ich hierherinnen verarbeiten. Und es sind halt nicht nur bloße Zahlen, sondern es entsteht etwas dabei. Ganz einfach hier gedrückt. Gezählter Countdown. London, die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs. Ein typisches Beispiel für eine europäische Stadt. Kann man das benutzen? Kann einen Text noch dazulegen zu den einzelnen Bereichen. Man kann in iMovie ja auch sehr einfach eine Hintergrundmusik einfügen, und da sind dann ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten, die man da erstellen kann. Man kann dann einen Teil von der amerikanischen Stadt, zweiter Teil, gestalten und hat eben die Möglichkeit, sein Video zu gestalten. Gibt auch noch ein paar Einstellungen, die man verändern kann. Und dann sollte man den Film noch benennen. Das war jetzt wieder die falsche Tastatur. Verzeihung. Zack. So, damit er das durchschreibt und nicht am iPad. Und dieses Video kann man dann natürlich auch speichern, also Videos sichern bedeutet, die man es wieder in den Fotos gespeichert oder in Dateien sichern, dann wird es im Ordner Dateien abgelegt. Da kann man es dann auch auf anderen Speicherdiensten abspeichern, wie beispielsweise OneDrive, Dropbox oder Google, in der Google Cloud. Sehr einfach möglich. Ja, das waren so die 4 Dinge, die ich mir überlegt habe, wo ich sage, das ist jetzt vielleicht einmal so der erste Schritt, vielleicht als kleiner Ausblick, was kommt im Teil 2 am Abend noch. Da geht es dann sehr stark um Augmented Reality,
Es geht stark um Augmented Reality auch selbst erstellen, also nicht als Lehrperson selbst erstellen, sondern dass die Schülerinnen und Schüler es selbst erstellen. Es ist generell immer mein Motto, dass Schülerinnen und Schüler aktiv etwas tun. Und jetzt hätte ich noch, oder jetzt besteht noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und da ist zum Beispiel die Frage, wenn man Keynote startet, wählt man Präsentation oder Gliederung? Ja, am besten ist Präsentation, wenn es tatsächlich nur um eine Präsentation geht. Wie man bei einer Animation die Geschwindigkeit verändert, ja, das kann man gleich herzeigen. Also, wenn ich hier auf Animieren bin und hier in der Übersicht kann ich jetzt nochmal auf das Linear draufzeichnen und jetzt kann ich verändern, wie lange die Animation dauern soll und die Geschwindigkeit bezüglich, ob es am Anfang schneller oder am Ende schneller wird oder beides, kann ich unter Beschleunigung einstellen. Wenn ich die Animation ändern möchte, dann oder es erstmalig vergeben, dann mache ich das hier. Wenn ich es ausgewählt habe, die Animation, gehe ich auf das X. Und dann kann ich durch nochmaliges Draufdrücken die Linien zeichnen, also die Dauer verändern. Wie kann man die Flyover-Tour aufnehmen? Es gibt quasi nichts, was leichter ist als das mit der, genau, mit der Bildschirmaufnahme am iPad. Ich habe die Bildschirmaufnahme in meinem Kontrollzentrum abgelegt. Also wenn man über der Akkuleiste nach unten streift, dann gibt es hier das Symbol der Bildschirmaufnahme. Wenn man das nicht gemacht hat, dann kann man das unter den Einstellungen machen. Hier links Kontrollzentrum auswählen. Und ich zeige es mal vor, die Bildschirmaufnahme nehme ich da bei mir heraus. Ich finde, das ist fast die wichtigste Sache im Kontrollzentrum. Bildschirmaufnahme hinzufügen. Und dann ist die Bildschirmaufnahme sofort im Kontrollzentrum vorhanden. Also ich zum Kontrollzentrum, Stromsparmodus, Bildschirmaufnahme und Timer sind für mich die drei wichtigsten Dinge aus Lehrerinnen Sicht. Ja, genau die Frage mit den die An Reihenfolge der Animationen verändern. Brauche eigentlich eh nichts dazu erklären. Ich nehme die Animation und schiebe sie nach oben oder zum Beispiel nach unten, um die Reihenfolge zu verändern. Das ist recht simpel. Danke, Peter, dass du das da so großartig mit unterstützt und ich glaube, eh auch alle Fragen immer schon vor mir beantwortest. Ja, tatsächlich alle Fragen sind beantwortet bisher. Gut, wenn es dann sonst nichts mehr gibt. Ich glaube, diese Dinge kann man durchaus auch, das sind halt das Handwerkszeug, das kann man definitiv auch in anderen Unterrichtsgegenständen einsetzen. Man kann es mal zur Auflockerung einsetzen, zur Festigung. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Einfach mal ausprobieren, dann lernen können, kann man nur aus eigenen Erfahrungen, definitiv. Und viel Spaß dabei und vielleicht hat ja der eine oder die andere um 19 Uhr auch noch Zeit für, der Titel ist echt super, staubige Landkarten.at Teil 2, wo es dann sehr stark um Augmented Reality und einen spielerischen Ansatz vielleicht im Geografieunterricht auch gehen kann zum Thema Topografie als Abwechslung. Ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit, das kostbarste Gut des Menschen und wünsche viel Spaß beim digitalen Unterrichten mit dem iPad, mit Keynote und Animationen, Zeichnungen und Bildschirmaufnahme.